Alle sprechen über den Ukraine-Krieg, sprechen von Gasstopps, die vielleicht auch uns drehen, aber kaum einer spricht davon, dass der Euro heute auf den tiefsten Stand gefallen ist seit 5 Jahren, tiefer als er auf dem Tiefpunkt des Corona-Crashs im Jahr 2020 gewesen ist. Damals eine Flucht in die vermeintliche Sicherheit, also in den Dollar. Aber das, was hier passiert, das hat mit dem Euro zu tun, hat auch mit dem Dollar zu tun, weil die Fed natürlich anders als die EZB offenkundig den Kampf gegen die Inflation wirklich ernst nimmt, während die EZB vorwiegend die Finanzierung der defizitären Südstaaten ernst nimmt und sich dementsprechend sagt, naja, das lassen wir ein bisschen laufen. Vielleicht werden wir in diesem Jahr nochmal die Zinsen anheben, aber bis ins dritte Quartal will die EZB noch Staatsanleihen kaufen, will Quantitative Easing betreiben, gießt damit weiteres Öl ins Feuer und wundert sich dann, warum die Märkte langsam sagen, okay, die EZB ist so weit hinter der Kurve, dass die gar nicht mehr ernst zu nehmen ist. Das einzige Beispiel, was in der Welt noch der Fall ist, ist die japanische Notenbank, die ähnlich mental agiert wie die EZB. Aber die Japaner haben einen Vorteil, die haben noch nicht diese himmelhohe Inflation, wie wir hier in der Eurozone sie haben. Dementsprechend ist der Euro jetzt zum Abschuss freigegeben. Wir stehen wahrscheinlich vor einer neuen Euro-Krise, weil eben diese europäische Notenbank so neben der Spur ist. Schauen wir uns die Dinge mal an, meine Damen und Herren. Hier sehen wir den Euro. Wir sind jetzt um und bei 1,550 zu dem Zeitpunkt, zu dem ich hier dieses Video aufnehme. Und Holger Czepisch fragt, ja, Euro on course to Dollar Parity, also fällt der Euro auf die Dollarparität. Und da sagt er hier, ja, wir sind jetzt auf einem 5-Jahrestief, weil die Investoren Angst haben um das Wachstum und um Energy Supplies, also um die Energiefrage in Sachen Russland. Das ist vielleicht ein Grund, ein kleiner Grund, aber der Hauptgrund ist ein völlig anderer. Und den zeigt hier richtigerweise Charlie Bilello, der sagt, die Inflation in der Eurozone liegt bei 7,5%. Das ist ja nur die Verbraucherpreisinflation. Aber gucken wir uns mal die Erzeugerpreise an. Die sind in Deutschland und der Eurozone so um und bei plus 30%. Und das sind ja Kosten, die die Unternehmen weitergeben werden und müssen. Es wird nicht anders gehen. Dementsprechend wird diese Inflation weiter hoch bleiben. Jetzt sagt Charlie Bilello weiter, die EZB aber hält an ihrer Geldpolitik fest. Das ist vielleicht the greatest disconnect between monetary policy and rising prices that the world has ever seen. Das ist vielleicht die größte Kluft zwischen Geldpolitik und weiter steigenden Preisen, die die Welt je gesehen hat. Und das sagt ein Angelsachse, ein Amerikaner. Also nicht jemand, der irgendwie vielleicht der EZB nicht wohlgesonnen ist, sondern der das neutral beobachtet und sagt, ja, also die spinnen doch ein bisschen. Kein Wunder, dass die ganze Geschichte hier aus dem Ruder läuft. Und technisch, wenn wir uns Euro-Dollar mal anschauen, läuft das aus dem Ruder. Wir haben jetzt eine wichtige Unterstützung im Bereich 1,0730 Euro-Dollar gebrochen. Jetzt haben wir die nächste Unterstützung bei 1,0340. Wenn die bricht, dann ist der Weg zur Parität, also 1,00 frei. Und wenn diese Parität wiederum bricht, dann dürften wir auf 0,96 fallen. Und wahrscheinlich, wenn der Euro dann an der Parität angelangt ist, dann werden alle Medien drüber schreiben. Ich werde Sie jetzt schon mal darauf vorbereiten, dass das sehr wahrscheinlich ist, dass der Euro diesen Weg gehen wird. Wir können durchaus immer wieder technische Erholungen bei Euro-Dollar sehen, aber der Trend ist klar abwärts gerichtet. Die technische Analyse etwa mit einem RSI, der nur knapp unter 40 ist, also der Euro ist noch nicht total überverkauft oder ähnliches, die weist ganz klar weiter nach unten. Und mein Kollege Hannes Zipfel hat einen wunderbaren Artikel geschrieben, nämlich das war am 17. April, die Inflation, die EZB kapituliert, überlebt der Euro den Kontrollverlust? Und die Antwort ist, vielleicht überlebt er es, aber es ist ein massiver Kontrollverlust, eben beschleunigt die Abwertung des Euro-Außenwertes gegenüber dem US-Dollar. Das bedeutet faktisch, wir beziehen ja Rohstoffe, andere Handelsgüter in Dollar. Je schwächer der Euro ist, umso mehr muss man an Euros aufwenden, um diese in Dollar notierten Rohstoffe etwa oder Güter zu kaufen. Das sorgt für weiteren Preisauftrieb. Damit steigt die Inflation weiter. Dann stehen wir vor einer Lohnpreisspirale. Erstens durch Rentenanhebungen, Mindestlohn. Und natürlich jetzt dann auch Forderungen nicht nur der Gewerkschaften, die ja keine große Rolle mehr spielen, sondern eben jeder, der irgendwie bei Sinnen ist, der geht zu seinem Arbeitgeber und sagt, sag mal, ich habe hier eine Inflation, die ist massiv und mein Gehalt stagniert, das wird so nicht weitergehen, ich verliere an Kaufkraft, kann mir keinen Urlaub mehr leisten. Guckst du in den Supermarkt, was da los ist,
Dann haben wir die Verschärfung der Sanktionsspirale, die natürlich immer weiter sich aufschaukelt. Wir haben konsumtive Vorzieheffekte und zunehmende Hortung von Rohstoffen und Gütern. Genau das ist der Punkt, weil alle erwarten weiter steigende Preise. Also hortet man, kauft man lieber jetzt. Und das führt zu dieser noch stärkeren Nachfrage, die auf ein so geringes Angebot an Gütern, vor allem Gütern, trifft. Dann haben wir Versorgungsengpässe, die sowieso global, unter anderem durch Corona, China, Belarus, Russland, Ukraine, Düngemittel, was auch immer da dahinter steht, und die völlige Entankerung der Inflationserwartungen bis hin zur Teuerungspanik. Und das sehen wir hier in der Grafik der Bundesbank. Die Inflationserwartungen der Deutschen sind in den letzten Monaten massiv nach oben geschossen. Die Leute sind nicht doof, die sehen, was der Fall ist. Das sehen sie an der Tankstelle, das sehen sie im Supermarkt. Das sehen Sie bei Ihren Gasrechnungen, das sehen Sie an allen Fronten und sagen sich, ups, das wird jetzt immer krasser. Dementsprechend entwickelt sich eine Mentalität, nämlich eine gestiegene Inflationserwartung, die dann wiederum die Inflation noch weiter antreibt. Und was sagt die EZB? Wir könnten um 0,25% die Zinsen vielleicht anheben. Das wird die Inflation aber ganz heftig erschrecken. Heute hat Müller von der EZB gesagt, also die Chance, dass die Eurozone in eine Rezession fallen würde, die ist ganz gering. Jetzt schauen wir uns mal den Euro-Dollar-Kurs an. Wie Jeroen Blokland sagt, Euro-Dollar is screaming recession. Es wird eine Rezession kommen. Das ist praktisch wohl nicht mehr zu verhindern. Und eine Institution, die so agiert in einer solchen Situation, ist die reformierbar? Ich vermute nein. Jedenfalls denke ich im Übrigen, dass die EZB abgeschafft werden müsste, and the ECB. Und jetzt kommen wir mal zu einer anderen, aber damit verbundenen Frage, nämlich diese ganze Gasthematik. Jetzt sagt Jeroen Blokland weiter, also Deutschland weigert sich ja komplett auszusteigen aus russischer Energie, aus nachvollziehbaren Gründen, vor allem bei Gas. Das könnten wir nicht kompensieren, die Berechnungen, dass da vielleicht eine Rezession von 3-4% Minuswachstum käme, die sind geschönt, die sind nicht realistisch, das sind Elfenbeinturmberechnungen. Neulich ein herrliches Streitgespräch in der Zeit, wo ein Volkswirtschaftler, also ein studierter Volkswirtschaftskundiger, der aber ansonsten bisher nur am Schreibtisch gesessen hat, sagt, ja, also das können wir verkraften, das müssen wir machen. Und dann jemand, der viele Firmen auf der ganzen Welt oder der eine Firma leitet, die auf der ganzen Welt aktiv ist, der fragt ihn, waren Sie schon mal in einer Produktionshalle? Wissen Sie, was da abläuft? Wenn das ohne Gas passiert, dann ist das eine Kettenreaktion, die ist kaum zu überschätzen. Also es gibt Gründe, ökonomische Gründe, dass man sich darauf nicht einlässt. Man kann es wollen, aber dann politisch wollen, aber dann muss man auch den Preis dafür zahlen und die Leute müssen gesagt bekommen, wie hoch der Preis ist. Aber jetzt sagt Blokland weiter, also wir wollen kein vollständiges Embargo für Öl. Ein abgestuftes Embargo für Öl, da ist Deutschland bereit. Aber so ein Embargo light, könnte man sagen. Also werden wir früher oder später, wie es aussieht, denn das fordern die Russen, in Rubel bezahlen müssen. Und das, weil wir Angst haben vor einer Rezession. Und dann stellt sich die Frage, naja, wie wird die EZB mit dieser ganzen Geschichte umgehen, wenn schon sozusagen die Angst vor einer Rezession so groß ist in Deutschland, dann wird die EZB jetzt wahrscheinlich nicht in dieser Situation die Zinsschraube anziehen, aber sie wird gar nicht anders können. Hier sehen wir mal die Jamal-Plattform. Da ist eine Zeit lang durchaus immer wieder was gelaufen. Es ist ja diese Plattform, die durch die Ukraine nach Polen geht. Und jetzt ist erstmal Zero, also Gazprom und so weiter machen ernst. Aber jetzt hat Russland ja nochmal gesagt, wer nicht in Rubel bezahlt, wird auch kein Gas mehr bekommen. Das haben wir den verschiedenen Vertragspartnern gesagt. Und es sind ja nicht Staaten, die Gas bestellen, sondern es sind Firmen, die Gas bestellen. Und jetzt hat Uniper, die deutsche Uniper, gesagt, wow, also wenn wir hier in Rubel bezahlen, dann ist das ja keine Verletzung der Sanktionen. Und auf der anderen Seite, also diese Privatfirma sagt, keine Verletzung der Sanktionen. Die deutsche Regierung sagt, die Zahlungen müssen, sollten in Euros und Dollars absolviert werden oder geleistet werden.
Also Uniper, wir zahlen in Rubel, deutsche Regierung, ihr solltet doch in Euro oder Dollar bezahlen. Und jetzt kommt dann wunderbarerweise von der Leyen von der Europäischen Kommission und sagt, das wäre ein klarer Bruch der Sanktionen, wenn man in Rubel bezahlt. Also wieder eine Kakophonie vom Allerfeinsten. Uniper zahlt in Rubel, die deutsche Regierung findet das nicht gut. Die Europäische Kommission sagt, das ist ein Bruch der Sanktionen. Hier sehen wir die innere Geschlossenheit, die da offenkundig der Fall ist. Und neben Uniper war auch die österreichische OMV im Verdacht gewesen, dass man praktisch in Rubel bereit wäre, die ganzen Geschichten zu bezahlen. Aber dann hat der österreichische Kanzler Nehammer gesagt, na, das machen wir nicht. Wir halten uns an das Gesetz, wie hat das formuliert, auf Punkt und Beistrich. Das ist ein wunderbares Wort, Beistrich. Kennen Sie das Wort Beistrich, meine Damen und Herren? Also, da müssen Sie schon ORF erfahren sein wie ich, sonst kann man das nicht kennen. Also Nehammer sagt, wir halten uns komplett eben an diese Richtlinie der Kommission. Es ist wirklich derzeit ein lustiges Spiel. Aber bei diesem Spiel verliert auch Russland sehr deutlich. Hier sehen wir mal die Wirtschaftserwartungen für die verschiedenen Länder. Die sind gesenkt worden seit dem Ukraine-Krieg. Aber nirgendwo so stark gesenkt wie Russland, da erwartet man, und das sagt die russische Regierung respektive die Zentralbank selbst, ein Minus von 10%. Also das trifft die russische Wirtschaft sehr, sehr stark. Putin hat wieder heute seltsame Sachen gesagt, wie etwa der Westen möchte Russland in verschiedene Teile aufspalten. Was meint er damit? Ist mir nicht ganz klar. Meint er damit vielleicht, okay, die Ukraine sei ja eigentlich Russland und wenn man verhindern wolle, dass Russland irgendwie die Ukraine vollständig annektiert, sei das eine Aufspaltung von Russland? Etwas unklar, muss man sagen. Und hat nochmal gewarnt, sich da einzumischen in Russland. Das zum Thema Euro, das zum Thema Gas, das zum Thema Einheitlichkeit der europäischen Führungen auf allen Fronten, politisch wie auch geldpolitisch. Jedenfalls, wenn wir jetzt mal zu den Märkten kommen, ist das eingetreten, was erstmal zu erwarten war nach dem herben Abverkauf gestern. Ist es wieder ein bisschen nach oben gegangen, aber wir sehen, dass die Schwäche bleibt. Hier sehen wir mal den Triple Q zum SPY, also praktisch Nasdaq zum S&P 500. Und hier sehen wir, dass wir eine Distribution Phase hier nach unten verlassen, dass wir also eine latente Schwäche von Tech haben, hat eine maßgebliche Unterstützung gebrochen, die wir Anfang 2021 mal gesehen hatten. Und vor allem für Growth Fang-like Names, also für Aktien, die eben in diesem Sektor, in diesem Wachstumssektor sich tummeln, ist es bisher der schlechteste Monat ever, den diese Aktien absolviert haben. Also da ist schon ein bisschen was kaputt gegangen und nach wie vor sind diese Aktien auch ein bisschen teuer, muss man sagen. Die Fang-Aktien, die haben ein Price-Earnings-Ratio, also praktisch ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 30, während der Gesamtmarkt durchschnittlich nur ein Kurs-Gewinn-Verhältnis an der Wall Street von 22 hat. Also die sind durchaus noch sportlich bewertet. Und woran liegt das, dass da auch abverkauft wird? Erinnern wir uns, im Corona-Crash, als dann später Helikoptergelder ausgeschüttet wurden, da haben die Privatinvestoren in den USA gekauft, vor allem mit Optionen gekauft, dann mussten die Market Maker auf diese Calls, die da gekauft wurden, reagieren, mussten selber sich hedgen, mussten selber physische Käufe in verschiedenen Aktien oder Indizes tätigen und so hat sich die ganze Geschichte weiter nach oben gespult. Jetzt beobachtet ein Analysehaus, das solche Daten erhebt, nämlich WanderTrack, dass diese Retail-Investoren, also die Privatinvestoren jetzt statt Dip-Buying eher die Downside hedgen, also die hedgen sich jetzt ab, die hedgen ein bereits bestehendes Long-Portfolio ab, indem sie Puts reinlegen, indem sie sich eben hier absichern für möglicherweise fallende Kurse. Jetzt haben 87% der bisher berichtenden US-Unternehmen innerhalb dieser Berichtssaison eigentlich die Earnings per Share-Erwartungen übertroffen, also die Gewinnerwartungen übertroffen, aber durchschnittlich verliert eine Aktie, die an einem Tag meldet, minus 2%, das ist schon hart. Und am stärksten getroffen hat es ja Netflix, die heute ein neues Tief erreicht haben. Netflix jetzt 68% seit Jahresbeginn im Minus. Man war noch kürzlich eine Firma mit einer Marktkapitalisierung von 300 Milliarden Dollar. Heute sind es noch 84 Milliarden. Und auch für andere wie Meta, minus 18%, die ja auch
bei der Vorlage ihrer Zahlen abgestraft wurden. Im letzten Quartal, im April alleine, -18%. Heute ja Facebook respektive Meta die Zahlen. Google, Amazon, Microsoft, selbst Apple mit -10,2%. Insgesamt sind die Aktien in den USA so schlecht in das Jahr gestartet wie seit 1942 nicht mehr. Und das ist ja eine Aussage. Jetzt kommen wir zu einem der Pusher, die es jetzt erwischt hat. Ein anderer ist gleich zu sehen bei mir, nämlich Mr. Wang, Bill Wang, der ja diesen Archegos-Fund hatte. Und hier ist er jetzt festgenommen worden, also physisch festgenommen worden, weil man ihm vorwirft, einen massiven Rolling Short Squeeze ausgelöst zu haben durch Manipulation. Er hat sich da an Softbank, diesem japanischen Unternehmen, orientiert und hat dann versucht, sozusagen die Kurse nach oben zu treiben, bis irgendwann er keine Verkäufer mehr fand oder die Stücke, die er erworben hatte, nicht mehr verkaufen konnte. Dann ist er explodiert und Ähnliches hat mein drittbester Freund Elon Musk gemacht mit der Tesla-Aktie. Man wundert sich ja, warum steht die da oben? Da ist Ähnliches passiert mit Optionen, da wurden schön massive Short Squeezes inszeniert, dann auch mit Meldungen, die man rausgehauen hat. Jetzt setzt sich ja Elon Musk angeblich für die freie Rede ein, wie wir immer wieder hören von ihm. Deswegen will er Twitter kaufen, es geht ihm um die Freiheit, gell? Und jetzt hat er aber natürlich mit der chinesischen Regierung einen Pakt geschlossen. Er hat in Shanghai eine Gigafactory, die für ihn sehr wichtig ist. Er hat schon Tesla-Kritiker in China mundtot machen lassen durch die Regierung. Also da ist die freie Rede natürlich besonders ausgeprägt, zumal China für ihn ja ein sehr zentraler Markt ist. Und wie ausgeprägt diese Neigung von Elon Musk zur freien Rede ist, das habe ich in einem Artikel mal dargestellt, wo in der Vergangenheit wunderbare Beispiele der Fall waren, wo Elon Musk seine Kritiker ganz frei hat reden lassen oder andere Dinge gemacht hat, die eher unschön sind. Das werde ich Ihnen unter dem Video verlinken, ebenso wie den Artikel der Ausverkauf des Euro und das Versagen der EZB, der diese ganze Thematik einfach nochmal schlicht auf den Punkt bringt und sich anguckt, wohin der Euro wahrscheinlich fallen wird. Diese beiden Artikel also unter dem Video. Jetzt wünsche ich das Allerbeste und sage Servus und Ciao.